Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte dir gerne mal ein spielerisches Handwerkszeug an die Hand geben, wo du bei Menschen, die du meinst zu kennen, ganz neue Seiten kennenlernst oder sie besser kennenlernst. Also ganz neue Seiten kennenlernen heißt ja, könnte den Anschein haben, schlimme Seiten oder so. Das meine ich gar nicht, sondern tiefer, schöner kennenlernen oder so. Und zwar ist das eigentlich so ein bisschen ein Spiel mit Worten. Es gibt einmal so diese Anleitung, jeder spricht 7 Minuten und der andere hört nur zu. Also 7 Minuten der eine über ein Wort, über das man sich geeinigt hat. Ich erkläre das gleich noch mal ein bisschen besser, glaube ich. Sonst hört sich das zu abstrakt an. Dann reden die beiden darüber, was der gerade gesagt hat. Dann schweigt der, der gerade geredet hat, und der andere hat seine 7 Minuten. Also wir halten uns überhaupt nicht an 7 Minuten, aber so ist das angelegt eigentlich. Und da ging es beim ersten Mal um das Thema Neustart. Und da war ich so erstaunt, wie man das Wort noch verstehen kann. Ne? Also das ist ein Acker, in dem man noch mal was reinsehen kann. Da wächst was Neues raus und also diese ganze Bandbreite. Aber auch durchaus was Analytisches, wie es dann heißt, ja, die Statistik sagt, die Leute, die unter Druck neu starten, die sind am erfolgreichsten. Und das hat mir ja gerade gar nicht so in den Kram gepasst. Und dann habe ich also so dagegen gehalten, sozusagen für mich, und dabei etwas in mir entdeckt, was ich vorher gar nicht wusste, dass ich das so sehe oder dass mir das so bedeutet. Und zwar, wenn ich sage, ich bin es mir wert, neu zu starten. Ich bin es mir wert, die 100% zu leben und nicht etwas zu machen, wo ich sage, na ja, ist ja auch in Ordnung so, ne? Und man da in was weiß ich, im Job bleibt oder in Sportsachen oder im Hobby oder wie auch immer. Also diese ganze Palette, wo man irgendwo so ausharrt, obwohl uns das gar nicht mehr so entspricht. Und da habe ich für mich entdeckt, nein, ich will diese 100% Lebensfreude leben. Das war dann für mich Neustart und bekam so eine ganz andere Dynamik oder so. Aber gestern war ich in einem Kreis, ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich mir zufällig ergeben. Da ging es einmal um diese beiden Worte Respekt und Toleranz. Und also da war eine solche Bandbreite, ne, wenn ich etwas respektiere. Und also eigentlich hatte bei den anderen Teilnehmern, wir kannten uns alle nicht, oder einige kannten sich vielleicht untereinander, aber ich kannte da niemanden, hatte sich das so ergeben, dass eigentlich das Wort Toleranz dort einen schöneren und stärkeren Aspekt hatte als Respekt. Und das habe ich ganz anders gesehen. Also Respekt ist etwas für mich, wo ich quasi hochgucke und sage, oh, da habe ich aber Respekt. Ob das, es kann auch eine sportliche Leistung sein oder eine Mutleistung, wo ich sage, oh, Respekt. Also das ist etwas, wo ich mich, sage ich jetzt mal, kleiner sehe als die andere Person oder die andere Handlung. Und bei Toleranz, die ich auch ganz wichtig finde, ganz ohne Frage, erscheint es mir aber so, als ob ich gnädig das toleriere. Ja, okay, ich toleriere das jetzt mal. So, das hat für mich eine völlig andere Bedeutung und also auch eine ganz andere Gewichtung. Und also das war so spannend, da dieses Spiel mal so zu machen. Und ich denke, auch Eheleute, auch Partner, die sich, was weiß ich, schon 20 Jahre kennen, wenn die mal einmal in der Woche einfach mal sich Worte nehmen, was bedeutet dir das eigentlich? Also ich glaube, da ist so viel Schönes drin, da ist so viel Verständnis für den anderen drin. Und also ich fand das eine ganz große Bereicherung, mit, sage ich mal, wildfremden Menschen auch so darüber ins Gespräch zu kommen. Es gab natürlich auch noch ganz viel anderes an dem Abend zu besprechen, aber das war eine Ausstellung übrigens, und da merke ich gerade, da muss ich auch noch mal einen Film drüber machen, da ist auch noch mal so viel Schönes drin. Aber jetzt einfach mal, um bei diesem Spiel zu bleiben, wenn
Man könnte es vielleicht auch mit seinen Kindern machen, mit seinen erwachsenen Kindern. Was bedeutet die das eigentlich? Oder vielleicht auch sogar, merke ich gerade, mit kleinen Kindern, also ich sag mal, vielleicht 8 oder 12 oder so. Was bedeutet dir das eigentlich? Was verstehst du unter diesem Wort? Ich glaube, das bringt auch ganz viel Nähe und Verständnis, oder man ertappt sich dabei, wo man den anderen missverstanden hat oder wo man selber missverstanden wurde oder so. Da ist so viel Schönes drin. Also diesen Spielball werfe ich dir jetzt einfach mal rüber und mal zu gucken, wie denkt eigentlich der andere darüber, und dabei sich auch selber klar zu werden, was bedeutet mir das denn eigentlich, das Wort. Ganz viel Spaß dabei beim Spielen. Tschüss!